Fragen zur Jagd. Störe ich in der Natur? Die Sonne scheint, der Frühling ist da und wir freuen uns alle auf die ersten Wanderungen oder auf die ersten Ausflüge mit dem Fahrrad. Natürlich dort, wo wir unsere Kraft und Energie tanken, dort ist auch das Wohnzimmer der heimischen Wildtiere. Und es gibt aber ganz einfache Regeln, die man befolgen darf, damit man die Natur nicht stört und damit man das Gleichgewicht da draußen nicht durcheinander bringt. Das eine ist natürlich, auf den Wegen zu bleiben. Wildtiere können sich sehr gut auf vorhersehbare Gefahren einstellen. Das heißt, wenn wir auf den Weg kommen, dann haben sie die Möglichkeit, dass sie in Ruhe in die Deckung gehen. Und wenn dann dieses komische zweibeinige Wesen vorbei ist, dann ziehen sie ganz ruhig wieder aus der Deckung raus und essen weiter. Und die Lautstärke betreffend, da ist genau dasselbe. Manche glauben, dass man ganz ruhig sein muss, aber wenn man sich in normaler Lautstärke miteinander unterhält, vernehmen das die Wildtiere und haben auch wieder die Möglichkeit, nicht fluchtartig, weil wir plötzlich auftauchen, zu reagieren, sondern eben in Ruhe in die Deckung zu gehen.